Und schon wieder zurück bei Mass Effect 3 in der wundervollen Legendary Edition. Wir haben Dr. Garneau nicht befreien können, der ist leider gestorben, aber wir haben neue Hinweise dazu, zu dem Artefakt. Und ich wollte noch mal einmal ganz kurz mit den Leuten hier auf der Normandy reden. Das auf dem Asteroiden war echt seltsam. Wir hatten es ja schon mit Indoktrination zu tun, aber 10 Jahre? Leviathan hatte seine eigene Privatarmee. Ich frage mich, wie lange das ohne uns noch gedauert hätte. Gerade als ich dachte, wir könnten die Reaper langsam einschätzen, passiert sowas. Vielleicht ist Leviathan mehr als ein Volltreffer. Vielleicht. Ja, 10 Jahre ist übel. Im Moment nicht. Boah. Habe ich jetzt auch verstanden. 10 Jahre ist übel, vor allen Dingen, wenn man dann aus der Indoktrination herauskommt und sagt, ja, was ist denn los? Was ist denn passiert? Ja, macht euch mal keine Hoffnungen. Wir bringen euch jetzt in eine Flüchtlingsunterkunft. Und weil hier sind die Reaper und die wollen übrigens das gesamte Universum auslöschen, zumindest diese Galaxie. Könnte Spaß werden. Ist mit Sicherheit nicht leicht für die Forscher bzw. die Arbeiter dort. Soll das heißen, es gibt in diesem Zyklus noch mehr Überlebende? Ja, wir haben sie Kollektoren genannt. Sie kämpften für die Reaper. Lange Zeit wusste niemand, dass es eigentlich Proteaner waren. Und wann wurde Ihnen das klar? Shepard hatte keine Wahl und musste alle töten, denen sie begegnete. Sie waren ausnahmslos indoktriniert, schon seit sehr langer Zeit. Es tut mir leid. Ich bin dankbar dafür. Es war ein Akt der Gnade. Ja, vermutlich war es das. Es waren ja nicht mehr wirklich Proteaner. Wenn wir sie vergleichen mit Jarvik, war auch das Aussehen durchaus verändert und es ist so ein bisschen wie mit Husks. Es waren die Überreste der Proteaner. Ich habe bei unserem Krieg gegen die Reaper viele seltsame Dinge gesehen. Eine ganze Ansiedlung von den Sorin hat einmal Dinge studiert, die ihren Horizont weit überstiegen. Himmelsmechanik, morphologische Simulationen galaktischer Sprachen, Dinge, die nicht mal wir verstanden haben. Damals habe ich sie für verrückt gehalten. Aber jetzt, nach den Vorfällen auf dem Asteroiden, bin ich nicht mehr so sicher. Sie haben anscheinend geglaubt, dass die Proteaner die Massenportale gebaut haben. Die Täuschung der Reaper war erfolgreich. Sie ließen das Leben jahrhundertelang florieren und uns glauben, wir wären die Herrscher des Kosmos. Und dann plötzlich die Wahrheit. Im Orkusnebel gibt es Monster und wir sind ihre Beute. Ihre Asari Liara stellt viele Fragen. Man möchte fast meinen, sie hätte noch nie einen Proteaner gesehen. Sie hat noch nie einen lebenden Proteaner gesehen. Wir haben Aufzeichnungen oder es sind ja nicht wirklich Aufzeichnungen über die Obelisken und die Artefakte gesehen, aber Liara auch nicht persönlich. Alles, was wir von den Proteanern haben, sind ihre Ruinen. Commander. Es ist nicht verwunderlich, dass sie dann 1000 Fragen hat. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass das durchaus sehr nervig sein kann, wenn man dann wieder aufwacht. Das Letzte, was man weiß, ist, die eigene Spezies wurde komplett vernichtet. Sehen alle Kriegsberichterstatterinnen so feminin aus? Ich meine, sie sind perfekt gestylt. Wir haben für sowas sogar eine Forschungsabteilung. Sie testen Aussehen, Stimme, Gestik. Mädchenhaft kommt gut an. Die Asari sind dann aufmerksamer. Salarianer finden hohe Stimmen gut. Und Turianer? Die Turianer spinnen. Eine Zivilisation voller Kriegstreiber. Treue Zuschauer, aber ihre Fanbriefe sind gruselig. Ja, die Turianer halt, ne? Cerberus startet Stealth-Angriff aufs Sternsystem Shiel. Nein, zum Glück habe ich das laut vorgelesen. Müssen wir reden, Commander? Im Moment nicht, Alice. Sagen Sie Bescheid, wenn es soweit ist. Okay. Ich dachte vielleicht mal ein Interview oder ich weiß ja nicht. Vielleicht braucht sie da ja irgendwas. Bin ja durchaus jederzeit gerne bereit zu helfen. Hatten wir nicht die beiden... Sagen Sie mal, Gabby, haben ja. Sie Jedis neuen Körper schon gesehen? Ach, ich wusste, dass das irgendwann kommt. Ich meine, rein technisch ist das eine ganz erstaunliche Arbeit. Elastische Titan-Silizium-Kunststoffe. Ultraleichte Energiezellen mit harmonisierter Phasenlage. Ja, klar. Und wenn sie mal versehentlich gegen eine Wand läuft, ist sie ziemlich gut gepolstert. Ich wusste es. Ich wäre gern eine Wand. Viel mehr sind sie auch nicht, Kenneth.
Ja, sie ist ziemlich gut gepolstert. Wunderbar, wieder da zu sein. Es ist ein gutes Gefühl, wieder die Allianz-Uniform zu tragen. Willkommen an Bord, Chief. Ja, willkommen zurück. Es gibt nichts zu berichten. Na gut. Brauchen Sie etwas, Commander? Wie macht sich Techniker Donnelly? Er hat Talent. Wenn er nur endlich lernen würde, mal den Mund zu halten. Probleme? Tut mir leid, Commander. Donnelly ist fleißig, kennt sich aus und denkt mit. Ich bin froh, ihn im Team zu haben. Die Sache mit der Befehlskette muss er noch lernen, aber das kriege ich schon hin. Es besteht kein Anlass zur Besorgnis. Wie macht sich Technikerin Daniels? Ich mag sie. Sie ist klug und kennt sich mit Triebwerken besser aus als die meisten Physiker. Die Zusammenarbeit ist reibungslos. Sie haben wirklich ein Auge für Talente. Es war gut, sie zur Allianz zurückzubringen. Weitermachen, Adams. Jawohl, Ma'am. Es freut mich, dass die beiden sich so gut integrieren in die Crew. Die waren ja mal Allianz-Soldaten, sind dann zu Cerberus gewechselt und... Nanu? Ja, bei den leisen Gesprächen habe ich echt Probleme. Da habe ich immer so ein bisschen... Also ich höre ja, wie gesagt, im Augenblick nicht so viel. Die höre ich immer so im Hintergrund, aber die sind dann ein bisschen zu leise, als dass ich damit wirklich klarkommen könnte. Na gut, lassen wir das. Gut, ich würde sagen, auf zur Normandie. Nicht zur Normandie, sondern zur Citadelle. Hier haben wir 100% Aktivposten erhalten, haben also alles gefunden, was irgendwie relevant ist. Aber... Hier hinten ist ja noch das Balor-System. Und da müssten auch noch mindestens 2 Aktivposten sein, wenn ich das richtig verstehe. Das Problem ist, hier haben wir die Reaper schnell am Schlawittchen. Signal bestätigt. Haha. Ha. Ha. Okay. Bress gehört zum Fomor-Gürtel und ist ein Zwergplanet ohne Atmosphäre, der aber über reiche Vorkommen von Lithium verfügt, das für die Kühlkörper vieler Raumschiffe und Handfeuerwaffen unverzichtbar ist. Es gab hier einst eine große Robominenanlage von Calliston, die jedoch rasch aufgegeben wurde, als die Bergarbeiter erfuhren, dass sie direkt auf dem Weg der Reaper lagen. Na, dann schauen wir doch mal. Hat der Scanner irgendwas zu sagen? Da unten. Fundbüro. Das haben wir bekommen. Kunstdiamanten-Kühlkörper. Interessant. Okay, Flucht. Da oben ist noch was. Okay, ich komme wieder. ULG-Sprung erfolgreich. Ah, das ist ein bisschen doof. Es ist, oh toll, ein Wrack. Dafür habe ich hier gerade mein Leben riskiert. Nein! Ausweichen erfolgreich. Okay. Zurück ins System und jetzt schnell zum Massenportal. Ha, la, 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 la. La, 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 la. Reaper Umgang. Okay. Das hätten wir geschafft. Puh. Meine Güte. So, auf zu Dr. Brysons Labor. Wichtig. Ja, ich habe wieder Punkte, die ich im Truppbildschirm vergeben kann. Edi ist wieder mit dabei. Wir müssen das Artefakt, das Sie hier haben, sofort abschirmen. Mit Ganos Daten sollte ich das ohne Probleme schaffen. Das verdammte Ding war die ganze Zeit hier. Warum sind wir nicht betroffen? Vielleicht ist der beim Artefakt verbrachte Zeitraum der Schlüssel.
Nach einer bestimmten Zeit erhält Leviathan eine beeindruckende Fähigkeit zur Gedankenkontrolle. Ich finde das extrem gefährlich. Brysons Assistent wollte mich töten. Vielleicht hat Leviathan ihn kontrolliert, um sich zu schützen und Leute von seiner Spur abzubringen. Mag sein. Das zeigt nur, dass wir noch nicht wissen, womit wir es zu tun haben. Trotz des Risikos bleibt das Artefakt unsere einzige Verbindung zu Leviathan. Vielleicht finden wir hier im Labor mehr Informationen darüber. In Ordnung. Vielleicht hat Brysons Team etwas entdeckt, was wir übersehen haben. Ich schaue mich mal um. Hey, mein Kleiner, ich bin wieder da. Hat mich vermisst, ne? Energieemissionstests. Artefakt P3X118 Hadley, Derek. Erste Tests. Das Artefakt wurde negativ auf Infrarot- und Ultraviolett-Emissionen getestet. Keine Gamma- oder Röntgenstrahlung gemessen. Nachfolgende Tests. Das Artefakt zeigt keine Reaktion auf verschiedene Stimuli. Interne Messungen bleiben ohne Ergebnis. Keine Fortschritte bei der Bestimmung des Alters. Ich war vermutlich die ganze Nacht hier, nur um herauszufinden, dass dieses Ding vollkommen unwichtig ist. Bin am Schreibtisch eingeschlafen. Schlussfolgerung. Das Artefakt ist definitiv inaktiv und ungefährlich. Ich empfehle es, zu Referenzzwecken hier zu behalten. Wir sollten alle in seiner Nähe bleiben. Auf lange Sicht ist es vielleicht nützlicher als Leviathan. Ich empfehle, die Suche nach Leviathan abzubrechen und produktiveren Studien nachzugehen. Ja. Oh, das Artefakt ist langweilig. Ich bin eingeschlafen. Wir sollten alle in der Nähe des Artefakts bleiben und Leviathan nicht weiter suchen. Sie haben das Artefakt auf Energieemissionen getestet. Und nichts gefunden. Ich empfehle trotzdem, die Abschirmung aufrechtzuerhalten. Irgendwas Interessantes an der Struktur des Artefakts? Es besteht nicht aus den Standardkomponenten normaler Reaper-Technologie. Sonst nichts Besonderes. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Okay. Hier draußen ist vermutlich nichts dazugekommen. Das haben wir ja geplündert. Wer würde hier hinkommen und hier noch irgendwas hinlegen? Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Edi, an welchem Projekt hat Garneau gearbeitet, als er das Artefakt gefunden hat? Basilisk. Haben Sie etwas über Basilisk? Mehrere Schiffe, eine mythische Kreatur und einen seltenen Feind mittleren Grades in dem Videospiel Galaxy of Fantasy. Er verfügt über einen Blickangriff, der synchronisierte Kills auslösen kann. In den Spielerforen gilt er als zu stark. Ich meinte das Projekt, Edi. Oh. Also, nein. Es muss jedoch etwas über das Artefakt zu finden sein. Was ist mit dem Server? Brysons Assistent hat den Büroserver gelöscht und alle Backups zerstört. Wahrscheinlich vor dem Mord an Bryson. Aber laut Aufzeichnungen hat Bryson neue Nachrichten oben auf seinem persönlichen Computer. Einen Blick ist es wert. Das waren wichtige Informationen mit dem Computerspiel. Das muss man wissen. Einen Blick ist es wert. Dann schauen wir doch mal. Eine Nachricht von Dr. Brysons Tochter Anne. Laut meinen Informationen hat sie für ihren Vater gearbeitet. Ich bin an der Ausgrabungsstätte im Pylos-Nebel. Projekt Scarabeus ist ein Erfolg. Ich habe noch ein Artefakt, so wie das von Garneau. Ich glaube, es kann das Verhalten beeinflussen. Du musst das in deinem Büro abschirmen. Ich wollte Garneau warnen, komme aber nicht durch. Reaper-Kundschafter nähern sich dem Hauptlager. Ich gehe zur Sekundärausgrabung, um die Forschungsergebnisse zu retten. Anne Bryson wollte Garneau auf der Asteroidenkolonie kontaktieren. Sie scheint etwas über das Artefakt zu wissen. Sie klang besorgt. Völlig zu Recht, wenn Reaper-Truppen im Anmarsch sind. Hoffentlich sind wir vor ihnen bei ihr. Sie sagte, sie sei im Pylos-Nebel beim Projekt Scarabeus. Es gibt in diesem Cluster mehrere Systeme. Ich rufe den Nebel auf der Galaxiekarte auf. Wir könnten auch das Labor nach Hinweisen auf ihre Position durchsuchen.
Levelaufstieg. 39 mittlerweile. Anne Bryson, ja, sie hat auch, also sie war anscheinend auch auf der Suche nach den Artefakten. Und sie hat vorgeschlagen, das Ding abzuschirmen. Aber ich glaube, da war Dr. Garneau schon weg. Und Leviathan tut alles, um nicht gefunden zu werden. Die Reaper. Hoffentlich finden wir Anne vor ihnen. Und wieder einmal müssen wir auf der Galaxiekarte Dinge eingrenzen. 1, 2, 3 mögliche Orte. Wir haben vorhin Proteaner-Daten gefunden. Gibt es Ruinen im Pylos-Nebel? Keine proteanischen. Brysons Assistent Hadley. Gibt's was Neues über seinen Zustand? Er ist im Wachkoma. Die Ärzte glauben, der Status ist permanent. Aber die Bergarbeiter haben sich nach der Zerstörung des Artefakts erholt. Hadley verlor das Bewusstsein, als er ihre Fragen über Leviathan beantworten wollte. Es könnte der absichtliche Versuch gewesen sein, ihn dauerhaft zum Schweigen zu bringen. Mhm. Zugangskarte. Was die wohl öffnet? Den Ausrüstungsschrank. Den Daten zufolge wurde er zuletzt von Anne Bryson benutzt, um Ausrüstung für das Projekt Scarabeus zu erhalten. Den Ausrüstungsschrank? Ist das nicht der hier? Nee. Wo ist der Ausrüstungsschrank? Da? Nee. Irgendeine Verbindung zwischen Projekt Scarabeus und diesen unerklärten Kreaturensichtungen? Außer Leviathan selbst? Nicht. Könnte es sein, dass Projekt Scarabeus etwas mit Element Zero zu tun hat? Unwahrscheinlich. Der Projekt-Ausrüstungsschrank ist vielversprechender. Naja. Gibt es in Anne Brysons Berufsleben Hinweise darauf, wo sie sein könnte? Nichts Relevantes. Können Sie das identifizieren, Edi? Es stammt von einer Prä-Raumfahrtkultur, aber davon gibt es im Pylos-Nebel keine. Eine Höhlenmalerei. Die haben wahrscheinlich nur die Reaper gesehen am Himmel. Aber die waren nicht bedeutend genug, um von den Reapern wirklich in Betracht gezogen zu werden für die Ernte. 10.000 Bücher auf dem Klo. Es ist ein bisschen schwierig, weil hier ist eine Nasszelle. Ich weiß nicht, wie gut das abgedichtet ist. Wobei, wir haben das Jahr 2180 und noch was. Ich denke mal, das Silikon wird mittlerweile ein bisschen fortgeschrittener sein. So, der Ausrüstungsschrank. Sind das die Schiffe, die Dr. Bryson und sein Team benutzt haben? Ja. Wenn wir herausfinden, mit welchem Schiff Anne Bryson zum Projekt Scarabeus geflogen ist, hilft uns das vielleicht weiter. Sind das die Schiffe, die Dr. Bryson und sein Team benutzt haben? Ja. Wenn wir herausfinden, mit welchem Schiff Anne Bryson zum Projekt Scarabeus geflogen ist, hilft uns das vielleicht weiter. Galdu, Nikunus und Icarus. Wir werden wahrscheinlich Informationen dazu im Ausrüstungsschrank finden und uns dann das Schiff genauer ansehen können. Hier oben ist nichts mehr, ne? Nee. Okay. Da. Wollen wir doch mal sehen, was Anne Bryson für das Projekt Scarabeus angefordert hat. Kein Schutzanzug erforderlich. Sturmgewehr Universalklinge, schön. Wasseraufbereitungsgerät? Basierend auf dem, was Anne Bryson angefordert hat und was nicht, war die Ausgrabungsstätte trocken, aber bewohnbar. Geben Sie mir einen Filter für Systeme mit kompatiblen Planeten. Aufgrund der Suchdaten muss es eins von diesen beiden Systemen sein.
Mhm, das können wir noch weiter eingrenzen. Mit welchem Schiff sie geflogen ist, aber... Warte mal. Was ist mit der kriminellen Aktivität im Pylos-Nebel? Da das Gebiet zur Attika-Traverse gehört, sind die Berichte bestenfalls unzuverlässig. Okay, das wird uns nicht weiterhelfen. Können wir denn, weil sie hat jetzt bei dem ersten Schiff hat sie immer das Gleiche gesagt, wenn wir jetzt mal bei der Icarus nachfragen. Sind das die Schiffe, die Dr. Bryson und sein Team benutzt haben? Ja. Wenn wir herausfinden, mit welchem Schiff Anne Bryson zum Projekt Scarabeus geflogen ist, hilft uns das vielleicht weiter. Mit welchem Schiff ist sie geflogen? Wo finden wir das am besten raus? Normalerweise würde ich ja sagen, hier irgendwo bei den Computerdaten, aber... Einsatztruppe Aurora, aktuelle Reiseanforderungen, Projekte Basilisk, Teamleiter Garneau Alex mit der MSV Kirkwall, Projekt Scarabeus, Teamleiterin Bryson Anne, Transportmittel MSV Icarus. Anne Bryson war auf einem Schiff namens Icarus. Können Sie seine Bewegungen verfolgen? Nein, die Reaper stören alle zivilen Kombaken. Aber vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir die Spezifikationen des Schiffs kennen. Die haben Sie doch... Die Icarus. Und weiter geht's. Das Schiff hat verbesserte Zellen zur elektrostatischen Entladung, wie man sie bei langen ULG-Flügen einsetzt. Also sind sie über ein Massenportal zum Pylos-Nebel gesprungen und dann in ein anderes System weitergeflogen? Ja, denn sonst hätten sie ein günstigeres Schiff gechartert. Okay, dann können wir das Portalsystem ausschließen. Entschuldigung, da war mein Daumen auf der Leertaste. Und war leider zu schwer geworden. Das wollte ich gar nicht so schnell aktivieren. Den Daten zufolge bleibt nur ein System als Möglichkeit übrig. Gut, holen wir Anne Bryson. Sehr gut. Holen wir Anne Bryson. Auf geht's. Wir bleiben dran. Die ganzen anderen Sachen können wir mit Sicherheit noch machen. Mich würde jetzt erstmal interessieren, was es mit Leviathan auf sich hat und mit Anne Bryson. Ob sie dazu mehr sagen kann. Denn ich will Leviathan finden. Um jeden Preis. Auch wenn er offensichtlich nicht gefunden werden möchte. Meine Vermutung ist, Leviathan ist ein Reaper. Aber vielleicht ein abtrünniger Reaper. Und will deswegen auch nicht gefunden werden. Ich bin mir aber nicht sicher. Er nutzt die gleichen Techniken wie der Torianer, wie die Reaper. Die Indoktrination ist ähnlich. Es muss kein Reaper sein. Da. Ausgrabungsstätte scannen. Dürfen wir hier? Nein, dürfen wir nicht. Ich habe etwas gefunden. Jo. Isale ist ein Standard-Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Obwohl Gasgiganten für ihre starken magnetischen Felder bekannt sind, ist das Feld von Isale sogar noch stärker, als aktuelle Berechnungsmodelle es vermuten ließen. Isale liegt innerhalb der Frostgrenze seines Sonnensystems, wo sich Gasgiganten normalerweise nicht bilden. Man geht deshalb davon aus, dass es sich ursprünglich um einen extrasolaren Planeten handelt. Da Isale keine erwähnenswerte Infrastruktur besitzt, haben die Reaper den Planeten als militärisches Ziel ausgeschlossen. Also hier wird die Doktorin wahrscheinlich nicht sein, aber Aktivposten. Jupiter-Abhandlung. Okay. Und jetzt schnell weg hier. Das waren aber nur 50%. Das waren nur 50%. Wir müssen nochmal wiederkommen. Also müssen wir sowieso wegen dem Portal. Lass mich raten, hier kommen auch Reaper, ne? Signal bestätigt. Hallo. Sineus ist ein Standard-Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant und hat über 80 Monde. 80. Das ist eine Menge. Strahlungsschild-Ummantelung. Wir müssen die ganzen Kriegsaktivposten bei Zeiten nochmal in Ruhe durchlesen, ne? Damit wir wissen, was wir da überhaupt alles bekommen haben. Und wahrscheinlich noch ein bisschen... Ja.
Treibstoff. Hier noch irgendwas von Interesse? Jede Menge Planeten, die wir uns angucken könnten. Jetzt ist die Frage, das müsste ich vielleicht mal irgendwie rausfinden, ob es sein kann, dass vielleicht Planeten trotzdem eine Anomalie haben, auch wenn hier beim Scannen nichts rumkommt. Oh, ich habe gescannt, sorry. Ich habe etwas gefunden. Namakli ist ein trockener, aber bewohnbarer Planet, der kurzzeitig von der Pyrena Corporation, einem Konsortium aus Asari-Kolonisten und gesellschaftlich eingegliederten Vorcha-Arbeitern, kolonisiert war. Nach einem wirtschaftlichen Abschwung verließen jedoch viele Asari den Planeten und die Vorcha-Population wuchs bis zu einem Punkt, an dem sie sich schneller vermehrten, als sie ausgebildet werden konnten. Sie wurden schon bald gewalttätig und unkontrollierbar, bis sich die Kolonien quasi selbst zerstörten. Heute ist Namakli eine Ödnis mit geringer Population, in der sich Vorcha-Meuten über die Wüsten verstreuen. Die häufigen Zusammenstöße zwischen Siedlern und diesen Meuten sorgen dafür, dass nur geringes Interesse an einer Neukolonisierung besteht. Der Mangel an komplexer Flora und Fauna sowie die Knappheit an profitablen Metallen waren die letzten sprichwörtlichen Nägel in Namaklis Sarg. In den vergangenen Jahren ist niemand auf den Planeten getreten, der über den Willen, die finanziellen Mittel oder die Feuerkraft verfügte, um eine dauerhafte Kolonie zu gründen. Vorcha, also, und das ist ein trockener Planet, deswegen vermute ich mal, dass wir sie hier auch finden werden, denn sie hat ja extra Ausrüstung zur Wasseraufbereitung mitgenommen. Suche erfolgreich. Auf den Scans sind einige abgeschirmte Habitate sowie eine aktive Energiequelle zu sehen. Zur Bestätigung ist eine genauere Untersuchung erforderlich. Wir haben Embrasons Ausgrabungsstätte lokalisiert. Ich nehme mal wieder Edi und Javik mit. Ne? Bei den KI-Begleitern machen wir ja automatisch, ne? So. Wir wissen, dass eine Gruppe von Wissenschaftlern angegriffen wurde. Richtig. Edi, können Sie uns mehr sagen? Das ist das Hauptlager einer Reihe von Ausgrabungsstätten, die Dr. Garrett Bryson eingerichtet hat. Die Leitung des Projekts hat seine Tochter Anne. Sie hat vor kurzem ein weiteres Artefakt mit möglichem Bezug zu Leviathan entdeckt. Diese Entdeckung muss die Städte zu einem Ziel gemacht haben. Der Angriff bedeutet, dass die Reaper uns einen Schritt voraus sind. Wir müssen uns beeilen. Und da Brysons Tochter unsere einzige Spur ist, haben wir ein klares Ziel. Cortez? Bislang nichts, Commander. Wenn sie da unten ist, hat sie auf unsere Funksprüche nicht geantwortet. Aber ich empfange seltsame Signale. Moment. Das von ihr entdeckte Artefakt könnte zusätzliche Komplikationen verursacht haben. Okay, bring sie uns näher ran. Verstanden. Hier sind Feinde! Bring sie uns rein. Commander, auf der Landeplattform! Das ist sie! Achtung, Shuttle! Hier spricht Dr. Anne Brighton. Wir werden angegriffen! Okay, dann also. Oh. Mehrere Feinde registriert. Bringen Sie uns rüber. Negativ, zu heiß. Fliege untere Plattform an. Festhalten. Jetzt, los. Spring. Merke, die Reaper sind schon hier. Wir müssen weiter, Commander. Oh mein Gott. Diese Plattform bleibt nicht mehr lange stabil. Bewegung, sie ist irgendwo über uns. Hallo, ist da jemand? Ich komme runter. Nein! Bleiben Sie, wo Sie sind! Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Es ist zu gefährlich. Wir kommen zu Ihnen. Ja, okay. Nehmen Sie den Fahrstuhl auf der anderen Seite. Verstanden. Wir sind unterwegs.
Okay, alles klar. Das ist endlich mal ein epischer Einstieg. Oh mein Gott. Ja, so viel zum Fahrstuhl. Schön, wundervoll. Hup. Hab dich gesehen. Hab dich gesehen. Uff, ist mir die Maus ausgerutscht. Moment.